Ja, moin Leute, liebe Fans hier auf YouTube. Ich mache heute ein 24-Stunden-Video, wird demnächst auch bei Martin zu sehen sein. Darf ich das schon sagen? Ja? Okay, ich bin jetzt 24 Stunden in dieser Karre eingesperrt. Ja, wo andere Leute Pause machen, sitze ich hier 24 Stunden drin, die ganze Nacht, mit Lucky, ne, mein Freund. Du wirst auch dabei sein. Und ja, ich lasse dich jetzt nochmal pinkeln und dann werden wir uns einsperren. So Lucky, du weißt, was zu tun ist, komm rein. 24 Stunden, weiß Bescheid, ne? Ja, das kann ja heiter werden. Ja, irgendwie Leute, ich bin jetzt hier 24 Stunden eingesperrt hier im kleinen Auto und der Lastwagenfahrer, der fährt wieder weiter. Der muss ja anscheinend nur kurz pissen, der kann weiterfahren. Ich muss jetzt hier stehen, 24 Stunden, die ganze Nacht auf diesem dämlichen Parkplatz zwischen Schrottnicke und zwischen noch irgendwie so ein Geisterhaus da, wenn man da mal rüberfilmen würde. Also das ist wirklich beängstigend. Wieso bleibt er denn jetzt da stehen? Was soll das? Also das gibt's nicht, dass er jetzt wieder zurücksetzt. Also irgendwie macht er mich hier verrückt. Ich muss hier 24 Stunden drin sein und der setzt wieder zurück. Also ich weiß schon, das geht ganz schlecht aus hier. Wir laufen. Lucky. 24 Stunden eingesperrt heißt nicht, dass wir hier stehen müssen. Wir können auch fahren. Dann werden wir... Wieso? Der nimmt mir die Vorfahrt. Was soll denn die Kacke, Mann? Ich habe jetzt schon die Schnauze voll hier. Da war es ja schön mit dem LKW-Fahrer hier ein Stelldichein zu haben. Meine Fresse nochmal. Und dann dreht er hier. Rast vorbei und dreht nochmal. Also du hast sie nicht alle oder was? Und ich fahre hier noch gleich irgendwo rein. So, tschüss. Meine Fresse nochmal. Was guckst du denn so, Mann? Scheiße, wieder so eine Insel. So, jetzt mach ich erstmal Fenster auf. Nein, du darfst das nicht. Was darf ich nicht? Ich ersticke, der Hund erstickt. Bin ich hier balla balla oder was? Ich mache jetzt das Fenster auf, sonst ersticke ich hier. Das war so nicht abgemacht. 24 Stunden eingesperrt heißt nicht, dass man hier ersticken soll. Jetzt nehmen wir doch nicht die Vorfahrt, Mann. Oh, wieso bremst du denn? Also einige Leute müssen echt gefickt und geschlagen werden. Entschuldigung mal. Lucky, wir gönnen uns jetzt erst einen Burger. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe Hunger. Sonst werde ich noch vergesslich und fahre irgendwo ins Nirgendwo. Scheiße nochmal. Mach hinne da! Moment, ich nehme einmal einen Milchshake, groß, Vanille. Ja. Dann nehme ich zwei Cheeseburger. Ja. Und dann nochmal Milchshake klein, Vanille. Ja. Oh, na, ich bin auf Diät, dann machen wir mal bitte dann noch eine kleine Pommes, dann war's das. Was läuft denn? Das gibt's nicht. Wow, oh, ich sehe hier einiges, Lucky. Guck dir das an hier. 24 Stunden wieder und dann läuft dir so ein Arsch vorbei. Nicht schlecht, alter Schwede. Zumindest ein Positives. Ich muss nicht wie die Lütte von eben da mit dem Knackarsch hier durch den Regen laufen, sondern ich kann schön im Auto sitzen. Also eingesperrt im Auto ist gar nicht so schlecht, wenn es 24 Stunden sind. Ich weiß gar nicht, wie ich morgen früh überhaupt aus den Federn kommen soll. Naja, ich trinke erstmal Prost. Sieht ein bisschen reingebatscht aus, aber ich muss sagen, die McDonald's-Pommes schmecken immer. Also McDoof heißt es ja, ne? Bei mir heißt es McDoof. Ja, fallt mal schön runter hier an mir. Fallt mal schön, guck mal hier, die sind schön runtergefallen. Aber wenn man 24 Stunden jetzt so wie ich im Auto eingesperrt ist, dann bleibt einem nichts anderes übrig, diese leckeren, lapprigen McDoof-Pommes zu futtern. Mmh. Lecker. Mmh. Na, fahrt man! Ein Alien? Ich glaube, es hackt jetzt, ne? Langsam wird es echt. Es wird heiß. Aliens. Aliens in Hamburg. Ja, guck das mal. So, ich. Lucky, wie sieht's aus? Willst du die Hälfte Burger? Hm. Und ich wollte teilen mit dir, sonst verhungerst du da hinten. Ich meine, 24 Stunden kriegst du auch Hunger, oder? Wieso geht der Sitz nicht nach vorne? Da ist irgendwas dazwischen. Also ich glaub's nicht. Und ich kann das jetzt nicht sehen. Lucky. Na, Lucky kann nicht helfen. Hilfe! Hilfe! Der Sitz geht nicht nach vorne! Ja, helf mir doch bitte! Die geht einfach weiter, ich glaub's nicht hier. Also Lucky, guck mal, da könnte ich schön pissen. Du könntest dich da auch ausbreiten. Und ich könnte mir endlich die dreckigen Hände waschen. Ich komme ja hier nicht raus. Da ist noch einer drin im Laden, ein alter Opa oder was? Fegt er da aus oder? Hallo? Hallo? Der hört mich nicht. Leute, ich muss mal. Der ist da und macht sauber und hört nichts.
Also so langsam wird es irgendwie dunkel. Und ja, ich weiß auch nicht, wo ich hier jetzt längs fahre. Hier irgendwas mit Wein und Pommes und Grillstube. Gegessen habe ich schon, ich habe keinen Hunger mehr jetzt. Ach ja, da sitzt sie richtig an einer einsamen Bushaltestelle. Ja, warte mal schön auf den Bus, der kommt in 3 Stunden. Na, Bent, ich bin hier eingesperrt im Auto 24 Stunden. Habt ihr eine Idee, was ich machen kann? Ich bin eingesperrt. Bitte. Ja, danke für den Tipp. Lamborghini, Maserati, Bugatti, Ferrari, alle schön Schlitten. Ich denke mal, da stehen schon ein paar Millionen Euro. Also das ist schon echt... Ja, davon kann man echt... Vor allen Dingen sieht es besser aus als der von Simon. Der ist so kacke blau irgendwie. Obwohl, gut, das wäre ja wieder die HSV-Farbe. Naja, dann gewinnen sie vielleicht. Ach, scheiß drauf. Ich träume einfach von seinem Fahrzeug. Ich kaufe euch alle. Wenn ich jetzt mit einem 24-Stunden-Video 2 Millionen Klicks mache, dann komme ich nochmal mit dem Geldsack vorbei. Unfassbar. Wieso schickt sie jetzt eine Sprachnachricht, Mensch? Es ist mir langweilig, ich bin hier eingesperrt im Fahrzeug und die Leute gehen nicht ran. Was? Ich rufe dich später an, um 10 oder um 11 dann. Da habe ich dann ein bisschen Pause, da kann ich dich anrufen. Bist du da noch wach? Hä? Wieso soll ich da noch wach sein? Ich bin im Auto heute Nacht eingesperrt, Leute. Thank you for calling Google Maps. The number you have dialed is not in use for inbound calls. Was soll das denn? Ich bin doch nicht in China. Das gibt's doch nicht. Hier irgendwie hat kaum einer Zeit. Sind ja alles Fails. Muss ich hier die Fans schon um Hilfe bitten, mich aus dem Auto zu befreien. Klingelt. Und niemand. Niemand. Klingelst du jetzt noch einmal oder was? Nein, will ich auch nicht mehr. Ich will jemand haben, der mir helfen kann. Ich habe Langeweile und es klingelt und klingelt und niemand geht ran oder alle haben Ausreden oder ist nicht da oder in die Mailbox geht. Scheiße nochmal, Mensch. Ey! Ich glaube, ich spinne. Da lief eben eine Frau mit dem Hund, die war da eben. Die kann sich noch nicht einfach in Luft ausgelöst. Hallo, haben Sie das gesehen? Das war bestimmt ein Alien. Die kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben, diese Frau. Ich glaube, ich spinne. Wo bin ich denn hier gelandet? Im Puppenkabinett oder was? Oh, da hängt da noch ein Skelett oder wie? Oh, jetzt esse ich erstmal Banane. Willst du auch, Lucky? Ach, wirst du langsam müde. Es hat ja super geklappt, dass mir irgendjemand geholfen hat hier beim 24-Stunden-Video. Na, Bent. Hi. Hi, hallo. Der war wenigstens nett. Ja, es gibt noch nette Menschen. So, Lucky, ich wirf dir jetzt ein Stück hinten und dann schläft Papa, ne? Bitte. Hast du? Ja, ach, hier ist noch ein kleines. Naja, gut, die vergammelte Ecke da von der Banane. So, und jetzt werde ich hier den Puppen sage ich gute Nacht und dann werde ich langsam einschlafen. Ja, du auch, ne, du Pirater. Und wie der singt, ey, der sieht aus wie Bummel da vom Dom. Bummel, bist du's? Oh, war anstrengend.